Liebe Kinder, liebe Eltern, herzlich willkommen hier bei uns in der Kindergrippe Hart bei Graz am Standort Schulgasse. Wir haben hier zwei Kindergrippengruppen, die beide von 7 Uhr bis 15 Uhr geöffnet sind. Mein Name ist Katharina Fassolder und ich bin die Leiterin dieser Einrichtung. Ich freue mich, Ihnen und Euch heute einen Einblick in die Kindergrippe geben zu dürfen. Kommt mit, los geht's! Wir befinden uns nun in der Garderobe. Du bekommst hier deinen eigenen Platz und hast viel Stauraum für Wechselwäsche, für Matschgewand und alles, was du sonst so zum Anziehen benötigst. Dein Platz ist gekennzeichnet mit einem Foto und deinem Zeichen. Hier geht's auch direkt in den Garten. Daher ist es sehr praktisch, dass wir direkt von der Garderobe dann hinausgehen können. Hier ist unser Waschraum, wie du erkennen kannst. Drei Waschbecken stehen dir zur Verfügung, um am Morgen schon deine Hände zu waschen, auch nach dem Mittagessen und nach der Gartensituation. Wenn du schon mobil bist, hast du die Möglichkeit, selbst den Wickeltisch zu erklimmen, damit wir dir eine frische Windel anziehen können. Wenn du keine Windel mehr benötigst, stehen für dich Toiletten zur Verfügung. Wenn Sie denken, das ist eine kleine Toilette, dann möchte ich Ihnen diese Toilette nicht vorenthalten. Du fragst dich bestimmt, wo sind all die Spielsachen? Zu denen kommen wir jetzt. Komm mit mir! Hier sind wir in einem der beiden Gruppenräume. Du hast die Möglichkeit, dich kreativ zu betätigen, zu malen, zu basteln, zu zeichnen. Hier ist unsere Kuschelecke. Wenn du in der Früh ankommst, kannst du ganz gemütlich in den Tag starten, mit den Kuscheltieren noch ein bisschen Ruhe genießen oder dir ein Buch schnappen und das anschauen. Einen Bereich weiter haben wir die Puppenwohnung eingerichtet. Du kannst für die Puppen und für deine Freunde und Freundinnen etwas Leckeres kochen, die Puppen baden oder zu Bett bringen. Ein wichtiger Punkt im Tag eines Kindergrippenkindes ist das Essen. Deine selbst mitgebrachte Jause bekommst du von deinen Eltern in einem Rucksack in einer Jausenbox mit und die können wir hier im Gruppenraum gemeinsam essen. Zum Mittag essen wir auch hier im Gruppenraum. Das Essen wird täglich frisch von der Firma Genusswerk aus Raba angeliefert. Es gibt immer eine Suppe und eine Hauptspeise. Aber jetzt komm mit in unseren Bewegungsraum. Dort gibt es viel zu entdecken. Hier hast du die Möglichkeit, dich zu bewegen, zu turnen, zu toben und einfach Freude am Bewegen zu haben. Fahrzeuge stehen auch zur Verfügung, mit denen du durch den Raum flitzen kannst. Außerdem findet in diesem Raum auch der Morgenkreis statt. Du bringst deinen Polster von zu Hause mit und kannst es dir dann gemütlich machen. Im Morgenkreis erzählen wir Geschichten, Fingersprüche, Lieder werden gesungen und verschiedene Themen bearbeitet. Ganz besonders an diesem Raum ist, dass er zum Mittag in einen Schlafraum umfunktioniert wird. Das zeige ich dir in der anderen Gruppe. Komm mit! Hier sind schon die Betten für den Mittagsschlaf vorbereitet. Du bringst von zu Hause Bettsachen mit, Kuscheltiere, ein Schmusetuch oder einen Schnuller. Alles, was du zum Schlafen benötigst, damit du es dir hier ganz kuschelig und gemütlich machen kannst und dich entspannen kannst. Wenn du zu Hause in einem Gitterbett schläfst, hast du auch hier die Möglichkeit, in einem Gitterbett deinen Mittagsschlaf zu machen. Aber jetzt schalten wir die Lichterkette ein, sind ganz leise und machen das Licht aus, damit ihr ganz entspannt einschlafen könnt.
Nach dem Schlafen hast du wieder die Möglichkeit, im Gruppenraum zu spielen. Auch hier in diesem Gruppenraum hast du alle Möglichkeiten, von der Puppenwohnung über den Kuschelbereich, den Kreativbereich oder du suchst dir ein Spiel und setzt dich an einen Tisch, baust ein Puzzle oder spielst ein Spiel. Aber jetzt komm mit zu unserem Highlight, das an keinem Tag fehlen darf, der Besuch im Garten. Wir gehen nämlich bei fast jedem Wetter hinaus. Komm mit! Hier im Garten kannst du in der Sandkiste spielen, mit Schaufel und Eimern einen Kuchen bauen, wippen mit deinen Freunden und Freundinnen, den Berg erklimmen und bei der Rutsche hinunterrutschen oder dir eine Schaukel schnappen und gemütlich schaukeln. Wenn du Lust dazu hast, kannst du dir auch eins der Fahrzeuge holen und deine Runden hier im Garten drehen. So, ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick geben in unsere Räumlichkeiten und unseren Garten. Ich freue mich schon sehr, dich begrüßen zu dürfen und auf ein persönliches Kennenlernen mit dir und deinen Eltern. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, Baba.